Brüche umschreiben zu Dezimalzahlen. Voraussetzung Nummer 1 auf jeden Fall, ihr könnt Brüche erweitern und kürzen, damit ihr auf Zehntel oder Hundertstel oder Tausendstel ein Vielfaches von 10 kommt. Wenn ihr soweit einmal seid, ansonsten schaut euch nochmal ein Video an zu Kürzen, Erweitern von Brüchen, dann ist die Möglichkeit 1 jetzt, dass ihr ein Schema erkennt, sodass ihr umschreibt, oder ich mache gleich noch eine Version an die Tafel, wenn man bei speziellen Ausdrücken in der Not ist und wirklich gar nicht weiter weiß und sich unsicher ist. 8 Zehntel, 7 Zehntel, 3 Zehntel. Da fällt einem was auf. Oben eine Zahl, die zwischen 0 und 10 liegt und unten Zehntel. 8 Zehntel, 0,8. 7 Zehntel, 0,7. 3 Zehntel, 0,3. Da kennt man irgendwann ein Schema. Ein rechterischer Ansatz wäre, die Zahl, die oben steht, ist die 8. Unten steht geteilt durch 10, das hieße, ein Komma, was ich hier ansetze, rechts neben der Zahl, rückt wegen einer 0 einen nach links. Komma setzen, 0 davor. Das klappt. 7 immer rechts ansetzen mit dem Komma, geteilt durch 10 heißt eine 0, einen nach links, Komma setzen, 0 davor. Probieren wir es aus gleich bei Hundertstel. Wir haben erstmal nach Schema 800stel, 700stel, 300stel, relativ leicht irgendwann erkannt, 0,08, 0,07, 0,03. Wer über den rechnerischen Ansatz geht, die Zahl, die oben steht, hinschreiben. Hier würde ich mein Komma ansetzen, rechts neben der Zahl. Durch 100 heißt 2 Stellen nach links. Achtung, ein bisschen Konzentration, eine Stelle. Jetzt muss ich ja noch eine, aber es ist keine Zahl da. 0 hinschreiben, noch eine Stelle. Reicht aus, denn zwei Nullen heißt ja von hier aus gesehen 1, 2 nach da und die Null noch nach vorne schreiben. Nochmal ein Beispiel für 700stel. 7 hinschreiben, wir setzen rechts an, zwei Nullen durch 100 heißt nicht nur ein Komma, sondern 0 hinschreiben, 2 nach links rücken und die Null vorne hinschreiben, nicht vergessen. Zu schwierigen Ausdrücken und damit wir dann auch schauen können, ob es wirklich klappt, 88 Zehntel, das ist ja schon eine erste Brücke, weil jetzt oben irgendwie das, was da steht, der Zähler größer aussieht als unten der Nenner. Ich gehe nicht über die Version umzuschreiben zu einem gemischten Bruch, sondern ich nehme diesen Bruch direkt. Ich habe ja durch Zehntel, durch Hundertstel oder durch Tausendstel da stehen. Was kann ich machen? Ich schreibe die 88, die oben steht, hin, setze rechts meinen Stift an, durch 10. Ein Null heißt, Komma rückt einen nach links. 524 Zehntel. Ich habe auf Zehntel, Hundertstel oder Tausendstel gebracht. Ich schreibe die Zahl hin, setze meinen Stift an mit dem Komma. Durch 10 heißt, eine Stelle nach links, Komma setzen. Ich komme auf 52,4. 711 Hundertstel. 711 hinschreiben. Ich setze meinen Stift an, rechts, ganz rechts. Durch 100 heißt, zwei Stellen nach links verrücken, Komma setzen. Es sollte eigentlich, egal was ihr für einen Bruch da stehen habt, nichts passieren, wenn ihr vorher auf Zehntel, Hundertstel oder Tausendstel gebracht habt. Obere Zahl hinschreiben, rechts ansetzen, Komma, entsprechend verschieben, wie viele Nullen auch unten dann stehen.